So, hier rede ich nicht viel um den heißen Brei rum. Wir gehen gleich in die Rocky Mountains, also in die nächste Mission. Ein versprengter Spähtrupp der Wikinger wartet in dieser Berglandschaft dringend auf Hilfe. Ich kann bis heute nicht sagen, wie tief wir damals bereits in das Landesinnere vorgedrungen waren. Odin hatte uns stets den Weg gewiesen und uns zu den Sonnensteinen geführt. Doch nun, da kein Zeichen der Götter zu erkennen war, standen wir vor einer schweren Entscheidung. Wollten wir zu unseren Kameraden auf dem Schiff zurückkehren, mussten wir ein weiteres Mal jenen entbehrungsreichen und gefährlichen Weg durch die Wüste nehmen. Wollten wir jedoch unsere Suche auf unserem bisherigen Kurs fortsetzen, stand uns im Süden ein Gebirge im Weg, das selbst die mächtigsten Riesen Utgards aufgehalten hätte. Die Männer saßen lange um das Feuer und beratschlagten heftig. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht auch auf ein Zeichen Odins warteten. Jedenfalls wurden viele laute Worte gewechselt, ehe mein Vater die Entscheidung bekannt gab. Unsere Gruppe sollte aufgeteilt werden. Tyker, der Weitfahrer, würde sich mit 10 unserer tapfersten Krieger zum Schiff durchschlagen und Thorwald von unseren Erlebnissen berichten. Das Schiff sollte dann so lange Richtung Süden segeln, bis der Weltnagel den Horizont berührt. Dort sollten die Männer sich an Land einrichten und abwarten, bis der Rest von uns wieder zu ihnen stoßen würde. Wir anderen wollten eine Passage über die Berge finden und die Suche nach den Sonnensteinen auf der eingeschlagenen Route fortsetzen. Vater entsandte eine kleine Vorhut, die auskundschaften sollte, wo das Gebirge überquert werden konnte. Wir anderen warteten in unserem Lager auf die Rückkehr der Männer. Es dauerte viele Tage und Nächte, ehe Thorfinn, der die Vorhut angeführt hatte, ins Lager zurückkehrte und voller Stolz von ihrem Erfolg berichtete. Die Männer hatten tatsächlich eine schmale Passage durch die Berge gefunden. Allerdings befand sich genau dort eine Siedlung der Rotgesichter. Wollten wir die Berge passieren, mussten wir also an ihnen vorbei. Da Thorfinn nicht hatte erkennen können, ob uns die Rotgesichter feindlich gesinnt waren, hatte er den Rest der Männer jenseits der Berge zurückgelassen. Die Männer waren jedoch nicht für einen längeren Aufenthalt in der Wildnis ausgerüstet. Wir mussten also so schnell wie möglich eine Verbindung zu der Vorhut herstellen, um sie mit frischen Vorräten zu versorgen. Errichte eine Handelsverbindung zwischen dem Hauptlager und dem Lager der Vorhut im Süden. Fülle das Lagerzelt der Vorhut mit 20 Na Einheiten Nahrung und 10 Speeren auf. Ja, das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Und da ist der Kundschafter von der Vorhut. Aber erst mal kurz. So, jetzt sollte ich nicht mehr so laut sein. Gut. Das heißt wieder das Übliche. Wir haben. Zivilisten, die wir zu Bauarbeitern machen sollten, erstmal. Wir haben sogar schon einen Lebenssammler. Okay. Ah, das heißt, du wirst unser zweiter Kundschafter erstmal. Während wir uns um die üblichen Sachen kümmern. Ich sehe nicht mal Tiere hier, okay. Ja. Das heißt, ihr könnt mir erst einmal ein Lehmarbeiterzelt hier errichten, weil hier ist der Lehm. Okay, Ja, da ist auch Lehm. will. Ja. Ja. Also, diese Mission ist dieses Mal nicht so kritisch. Wir müssen uns auf jeden Fall gucken, dass wir uns mit den Rotgesichtern vertragen. Ja. Und dass wir uns so lang wie möglich von ihnen fernhalten. Ja.
Also hier ist was, ein sehr großer Fluss im Weg. Ja. Vorstaut. Hört. Ja. Ja, will. Ja. Ja. So, Lehmarbeiterzelt ist fertig. Wir bauen als nächstes gleich unseren Bauernhof auf. Hier können wir einen Brunnen dann hinbauen. Das heißt, wir brauchen nicht nach Wasser zu graben. Hier bauen wir den Bauernhof hin. Das heißt, da kommt dann irgendwo die Mühle hin. Okay, wir haben Bauarbeiter. Ja. Ja, und du hast halt nur 10 Nahrung im Vorratszelt. Naja, Nahrung ist auch hier bei uns nicht gerade saumäßig viel vorhanden. Wir brauchen auch dieses Mal nicht unbedingt eine Eisenversorgung. Ah, Bjarni ist erwachsen. Hier gibt's Tiere im Wald. Das heißt, ich weiß, wo ich unseren Jäger hinbaue. Hier hin. Du hast nichts zu tun, das ändern wir gleich mal. Jäger und Holzfäller. Gut, da wäre Eisenerz, aber brauchen wir nicht so dringend. Wigwam, Wigwam. Holzfäller, Arnstätte, Tempel. Ja. Wie gesagt, mit denen etwas Frieden schließen. Das heißt, wir werden auch. Wo habe ich meinen Kundschafter jetzt hingeschickt? Ernsthaft, wo habe ich den hin? Ach, da oben. Oh, Bauarbeiter wurde erfunden. Gut. Jägerzelt ist fertiggestellt, das nächste ist das Holzfällerzelt. Ja, da werde ich auch in dieser Mission meine Siedlung recht klein halten. Ich werde also. Ja, auf jeden Fall Essen herstellen, ja. Essen, Geschirr meinte ich. Möbel bin ich mir noch nicht so sicher. Kommt drauf an, wie viel Platz wir nachher hier haben. Na gut, Brunnen. Und Mühle. Da kommt dann hier die Bäckerei hin.
Ja, und wenn Brunnen und Mühle gebaut sind, dann kann ich mal anfangen, meine Leute umzuberuflern. Weil wie gesagt, wir müssen nur auf Speere und auf Nahrung arbeiten und auf Bier, damit wir mit den Indianern Ja, will. Neutralität schließen können. Rotgesichter. Stinkender Dachs, mein Volk befindet sich mit euch im Krieg. Ja. Ja, du gehst zurück. Ja, Stein im Leben und alles. Darum wird sich gekümmert. Da werde ich halt hier erstmal Wegweiser hinpacken. Ja gut, wir hätten Eisen hier, da könnten wir theoretisch Eisenwerkzeug herstellen. Aber ist nicht unbedingt notwendig. Und ich denke mal, wir können auch gleich die Geschwindigkeit hochsetzen. Du bist hungrig. Dann iss mal was aus dem Vorrat. Ich kann dich halt nicht in unsere Hauptsiedlung bringen. Das ist das Problem. So, das reicht an Wegweisern. Gut. Jedenfalls in die Richtung. So, Brunnen ist fertig. Wir gehen nochmal auf normale Geschwindigkeit. Ich mache nämlich jetzt. Nee, Sven, bleibt ruhig Bauarbeiter. Ansgar, du wirst Jäger. Stroller ist hungrig, da soll was essen gehen. Weil Stroller wird unser Holzfäller. So, wir können gleich zwei Familienhäuser bauen. Wie viel Bauarbeiter habe ich noch? Mehr als genug. Das heißt, du wirst, sag ich mal, Farmer. Eisenschiffer, Töpfer. Oh ja, eine Schule. Ach, ruhig hier oben hin.
Ich brauche ein Zweifamilienhaus für die beiden. Habe ich das schon gesetzt? Nein, noch nicht. Ich brauche aber auch ein Dreifamilienhaus nachher für die hier alle.